Na, willkommen beim Podcast. Hallo. So, heute. Warte mal, wer wieder dabei ist und wer seit 4 Tagen nichts getrunken hat oder 3. Na, Applaus. Also ich bin dafür, das Thema der heutigen Folge ist natürlich noch variabel, aber ich möchte die unpolitische... Scheiße. Die politisch unkorrekte Folge machen. Das ist mir einfach noch ein bisschen zu wenig gewesen in den letzten Episoden. Und wenn ich dich so angucke, dich würde nicht mal ein Flüchtling vergewaltigen. Doch. Mich schon. Nee. Hä? Guck dich an, Alter. Nee, das ist nur so ein Spruch. Wir brauchen... Nee. Das ist ein Spruch? Ja, das ist ein Spruch. Das hast du dir gerade so aus, das kam vom Herzen. Wir essen gerade übrigens wieder. Das ist nämlich ein Running Gag. Man isst nämlich im Podcast gar nicht. Der ist ja witzig. Bevor ihr die Kommentare schreibt, lasst es einfach. Ja, politisch unkorrekt, weil wir, hast du mal unsere Views gesehen, wir brauchen echt mal wieder so einen Skandal wie 2013 oder so, um das wieder irgendwie anzufeuern. Das war 2014. Nein. Millionär war 2014. Ja, stimmt, das war wirklich skandalös. Als ich ja gesagt habe, mit dem Gregor vom Handverband haben wir letzte Nacht gechillt. Ja, und alle wussten, was gemeint war. Nur war das nicht gemeint. Genau. Ich sehe schon, in Topform hier. Ich habe da so einen Spruch, den nehme ich immer als Eisbrecher, wenn ich mal irgendwie in der linken Szene unterwegs bin. Da, wenn ich den sage, vielleicht können wir es ja erreichen, dass wir einfach mal verklagt werden oder sowas. Und dann haben wir unseren Skandal und dann können wir darauf aufbauen. Also, ich bekenne mich zu politischer Gerechtigkeit in mancherlei Hinsicht. Okay. Wenn es um Tiere essen geht oder Blutspenden für Leben, sage ich, ja, meine Güte, dann schlachtet halt mal einen süßen Hasen, weißt du? Aber was gleich kommt, da stehe ich nicht dahinter, um mal dir ein bisschen die Energie rauszunehmen. Okay. Hey, du kennst den Spruch. Du hast den an deiner Wand stehen, die Parole. Arbeite mehr. Nee. Stundenplan Sommersemester 2017. Dazu. Da an deiner Wand steht, der Holocaust hat nicht stattgefunden, aber ich wünschte, er hätte. Ach so, mein Wandtattoo, ja. Nee, ja. Ich mag den Spruch einfach, weil der so in... Der ist gleich in mehrere Richtungen einfach, weißt du, so. Einmal, oh, hat er das jetzt gesagt und dann noch einen drauf, so. Und dann nochmal, ja. Oh, hat er das jetzt gesagt. Ja. Zweimal. Ja. Was machst du? Mhm. Bitte. Ja. Nee, ich fand das ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ach doch, bei irgendwie hier Netzprediger oder sowas, wie die heißen, bei Massengeschmack TV, kennst du vielleicht? Also. Der hat auch mal die Supernanny auseinandergenommen. Mhm. Dieses ganze Konstrukt sind ja mehrere, die machen da jetzt auch so eine Art Massengeschmack TV Sender. Kennst du oder kennst du nicht? Ich hätte wieder eine Weiterleitung. Ah, siehst du, ja gut. Und die haben da hier mit diesem, der Typ, der mit dem Erdbeerkuchen-Gesicht, dieses Mädel da, den Drachenlord verarscht hat. Erdbeerchen. Imp oder Dorian, einer von beiden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben darüber diskutiert, so mit, was darf man sagen und so. Und Holocaust leugnen ist ja nicht so ganz legal. Und ich finde das ein bisschen albern. Aber das wird ja schon wieder... Warum nicht? Ich darf das vielleicht nicht so stehen lassen. Nee, also, ich würde den Holocaust nicht leugnen zu dürfen, hat schon seine Richtigkeit. Also, wir sind übrigens noch nicht in Vice Versa. Ich bin wirklich der Meinung, dass es seine Richtigkeit hat, dass den Holocaust zu leugnen zumindest nicht gut sein soll. Denn wir wissen ja alle, sobald sowas in Vergessenheit gerät oder sobald Leute glauben, das gab's nie, steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie sowas anbahnt, nicht denken, Vorsicht. Und das ist, glaube ich, der ganze Sinn dahinter, dass man den Holocaust nicht leugnen sollte und nicht leugnen darf. Aber natürlich, ja. Wir haben doch Buchenwald vor der Tür. Hast du dich mal umgeguckt? Wie sollen da so viele Juden hingepasst haben? Stimmt, da stehen nicht mal Häuser. Ja. Das geht doch gar nicht. ich bin da ja voll bei dir. Die Sache nur, also ich habe mit Leidenschaft, ja, kleiner Dreckspunk in der Schule, mit Leidenschaft Hakenkreuze in die Hefte meiner Mitschüler gemacht. Ja, Mitschüler. Ja. So. Eigene. Ja. Das ist der Unterschied. Und das fand ich super witzig, aber ich hätte es niemals so witzig gefunden, wenn das nicht verboten wäre.
Weißt du? Ah. Und ich glaube, dadurch, dass es so ein Tabu ist, Holocaust leugnen, denken sich die, die eh schon also diese Mindset sind. Hamburg, ich sage mal, Hamburg wäre auch nicht so krass gewesen, wenn Autos anzünden erlaubt wäre. Da wäre auch da wär keiner gekommen. Ich meine, die kamen von weit angereist. Also ich sag mal, ein Feuer machen im Park ist halt legal. Vielleicht, weiß ich nicht, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Kommt auf den Park an, ja. Aber weißt du, die treffen sich ja nicht alle, oh, jetzt machen wir mal ein Feuer im Park. Die machen ja schon so, wir wollen ja jetzt was Illegales machen. Mhm. Also, wenn jetzt Autos anzünden rein theoretisch legal wäre, hätten sie wahrscheinlich was anderes angezündet. Ja. Ja. Nee, allgemein, ich meine, anzünden oder Schaufenster einwerfen, Polizisten mit Stein bewerfen. Wenn das alles legal wäre, dann wäre der Reiz doch weg. Ja. Will sagen, der Reiz, den Holocaust, Moment, ich schaue mich gerade ein bisschen selbst. Also meine Aussage war nur, Leute, die eh schon so in diesem beschränkten Denken sind, meinen, oh ja, die wollen uns hier ein Märchen auftischen mit den Juden. Die machen das illegal, damit wir nicht weiter, weißt du, mit unseren klugen Köpfen darin rumstochern. So, ich kann schon mir vorstellen, dass das fördert. Ja, aber Leute, die es glauben wirklich. Ich meine, wir machen jetzt Witze. Ja, also intelligente Menschen, die das dann leugnen. Und nicht nur so, weißt du. Ja, aber die, das die ist sind, dann wirklich nicht, problematisch. Sind nur in geringer Hinsicht intelligent, denn die haben ja dann auch irgendwie Zahlen, die sie glauben, obwohl sie nicht belegt sind. Oder meinst du jetzt Leute, die das sagen, um jemanden einfach zu provozieren, die wirklich halt wissen, er hat stattgefunden? Nee, ich meine schon, dass ein Unterschied ist, wenn jetzt hier Kevin aus Bad Hemstedt oder wie die heißen, der halt keine Ahnung von nichts hat und dann irgendwo mal gehört hat, der Holocaust hat nicht stattgefunden. Ja. Und das dann so annimmt. Oder jemand, der sich wirklich irgendwie geschichtlich informiert, sage ich mal. Aber der innerlich eigentlich wissen sollte. Ja. Also er kann ihn vor sich selbst, in sich selbst leugnen, was er weiß und nach außen hin behaupten, er sei sie sicher. Das ist natürlich ein Unterschied, ja. Und in Wirklichkeit, ich finde auch nicht, den Kevin sollte man nicht bestrafen. Was sollte man nicht bestrafen? Den Kevin sollte man nicht bestrafen, wenn er dumm ist. Aber man sollte natürlich die bestrafen, die das Wort verbreiten. Ja, das ist halt auch mal was anderes. Das und Verbreiten. Dafür sollte man auch wirklich hinterher sein. Beim Verbreiten bin ich dabei, aber alleine erstmal die Meinung zu haben. Na, ich sage mal, es ist ja nicht erlaubt, allein sein Kämmerchen, nicht verboten, allein sein Kämmerchen zu sitzen und zu sagen, Holocaust gab's nicht. Puh, hab ich Glück gehabt. Wie gut, dass wir gerade keinen Podcast aufnehmen, wenn das jemand hört, ne? Ja, gut. Aber ich meine, wenn jetzt mal einer irgendwie beim Stammtisch sagt, ich glaube, das ist unrealistisch mit den Juden oder so, dann ist das dumm, aber ich finde halt, solche Leute haben Recht auf ihre dumme Meinung oder so, weißt du? Nee, ich bin nicht da auch nur zu liberal. Das halte ich auch noch für bedingt sinnvoll, weil wie gesagt, das ist ja de facto das schwerste Verbrechen, das in der Geschichte jemals aufgezeichnet wurde. Und da darf man ruhig mal sagen, behaltet es in Erinnerung, es wäre schön, wenn es das schwerste Verbrechen bleibt. So, das ist ja für alles vernünftig, auf jeden Fall. Ich meine jetzt nur, rein theoretisch habe ich ein Problem damit, wie ich das vorstelle. Die sitzen da so... Holocaust und so, und dann kommt einer rein, hier, Handstelle weg und so. Ich finde das so dumm. Jetzt wollte ich nämlich gerade eine viel coolere Vorstellung machen. Ja. Wenn du jetzt am Stammtisch sitzt und sagst, gab es nicht, da kommt ja auch kein SWAT-Team durchs Fenster. Und okay. Das Typ, der reinkommt mit der Handstelle, du bist so öde geworden, ehrlich, ja. Du warst mal cool. Mit Wasser werfen und bengalischen Tigern. Ja. Also, was ist denn das hier eigentlich? Hatten wir noch was, sowas wie Struktur eigentlich, als wir das ja angefangen haben? Du hast doch noch irgendwas. Hatten wir nicht ein super Team? Ach ja, genau. Passt auf, Leute. Abaddon und Cosplay. Nee. Oh, nee, was? Gebildet, aber sexy. Ah, ja, da gibt es natürlich eine kleine Ankündigung zu machen. Ihr wisst ja, dass wir hin und wieder die Nostra Party feiern und dass ihr immer nie kommt. Außer ein paar. Mhm. Und wir haben jetzt ein DJ-Duo eingeladen. Es gibt ja jetzt diesen DJ-Duo-Hype. Gestört, aber geil. Hier die zwei, die immer lacht. Mhm. Hier das neue Anstandslos und durchgeknallt DJ-Duos. Und viele, viele mehr. Und das ist gerade auch das, womit man Geld verdienen kann, womit man reich und berühmt werden kann. YouTube ist nicht mehr. Das ist einfach der Fakt. YouTube ist
wird immer weniger, wenn man bedenkt, wir haben jetzt auf Furz, Lustra Furz, 3000 Abonnenten. Und wenn man dann irgendwie ein Video, 4300. Wenn man ein Video macht, sind irgendwie maximal 500 Klicks und ich kriege auf dem scheiß Instagram 500, obwohl ich da 1000 habe, dann kriege ich einfach einen Hals. Ja, also das Medium YouTube. Sind wir jetzt gerade eigentlich in das Medium Rant YouTube, um euer lässt Leben? Du mich mal bitte in Ruhe ausreden. Okay. Ich habe meinen Punkt wieder vergessen. Ah, genau. Das Medium YouTube ist im Aussterben. Jetzt gibt's halt, jetzt wird sich ein Tractor-Programm illegal gecrackt und so ein doppeltes Schallplattending da geholt aus Plastik und abgemixt, was das Zeug hält. Also die Musik ist online, wir müssen jetzt nur noch durcheinander mischen und ein bisschen was dahinter wämsen. Und deshalb haben wir uns... Und dann den Schwanzen in die Hansen und dann geht's los. Das ist unser Motto. Schwanzen in die Hansen, Alter, so heißt das erste Lied, Mann. Gut. Das ist doch super gut. Nehmt den Schwanzen in die Hansen. Und rastet völlig aus. Oh je, oh je, oh ja. Oh ja, Mann. Das ist jetzt eher so Scooter, so ein bisschen. Na, ist doch egal. Dazwischen kommt halt noch dieses... Also, das sind wir übrigens. Scooter sind wir. Mick und... Das Gute, das sind Ike. Wir, das ist eine kleine Enthüllung, also Robin hat sich nicht umsonst die Haare geschnitten, die sind eigentlich blond und ja. Wunderschön. Und ich halte immer so ein Mikrofon wie so ein Apfel in der Hand und spreche dann da rein. Einmal hat auch schon mal aus Versehen abgebissen, erstmal 3 Tage Krankenhaus hier, das Lithium-Ionen-Batterien aus dem Magen kratzen. Das ist so dumm schon wieder. Furchtbar, der Robin. Nein. Ja. Hans-Peter, das war kein Furz. Das war eine Sofa. So, jetzt mal zurück zur Struktur. Also wir planen jetzt wirklich ein DJ-Duo zu machen. Ja. Unser erster Song released am 3. August 2017 auf allen einschlägigen Plattformen. Das ist nicht mehr lange hin. Ja, deshalb habe ich es ja genommen, okay. Damit du auch mal anfängst, dich immer ein bisschen auszuscheißen. Okay, also das Motto ist, wenn Patreon nicht mehr klappt, dann DJ-Duo. Ja, ihr könnt uns da auf Patreon unterstützen. Wenn euch die Idee gefällt, die erste Single ist in Planung. Ja, Schwamsen in die Hansen. Nehmt den Schwanzen in die Hansen und ihr fühlt euch gut, oh yeah oder so. Ja, okay. Wir haben es ja zum Glück auf Kassette aufgenommen. Ja. Nicht, dass die Kabel sich so verleiern, dann muss man mit Bleistift rein. In das Aufnahmegerät oder was? Ja, okay. Ja. So. Mhm. So viel zum Thema roter Faden, da haben wir das jetzt auch abgehandelt. Nee, ich finde das gut. Also DJ-Duo, gebildet, aber sexy ist der Work-in-Progress-Name. Also wer rauskriegt, an was das angelehnt ist, du sagst... Ja. Wie gesagt, ich hab ja schon aufgezählt, oder? Ja. Die zwei Duos. Naja. Schwamms. Ja, Alter, wir sind so gut. Das ist einfach wirklich ein Potpourri der Gefühle hier. Holocaust und 2 Minuten später das hier, Alter. Schwanzen in die Hansen. Ja, also, wenn euch das Video nicht gefällt, liegt es in erster Linie daran, dass YouTube am Sterben ist. Ja. Und nicht daran, dass das hier irgendwie gerade völlig durcheinander geht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zuerst. Ey, jetzt mal ernsthaft, hätten die Juden damals mehr den Schwanzen in die Hansen genommen, da gäbe es mehr von denen, da wären nicht so viele prozentual gestorben. Was sie ja nicht sind. Vice versa. Wieso, warum heißt das vor allem? Stimmt. Vice versa. Okay. Welches Thema hast du für Vice versa vorbereitet heute? Das heißt nicht so. Wieso, warum? Nee, wirum, warum, oder? Nee, wieso, warum? Wieso, warum? Okay. Hast du das eigentlich angehört, den letzten Podcast? Nee. Ich habe da so einen Hall-Effekt rum gemacht. Ich fand das eigentlich ziemlich rotze. Ja, also, genau genommen, nee, Hall habe ich nicht gehört. Warst du auch nicht anwesend, oder? Als wir den aufgenommen haben. Aufgenommen. Gewissermaßen war ich da. Hallo. Wir sind aber jetzt in Wirum Warum. Wieso Warum? Ja. Also. Ich war wirklich nicht anwesend, gewissermaßen. Was ich ja super geil finde, ne? Muss ich jetzt wirklich mal. Da muss ich jetzt mal eine Latte vom Zaun brechen dafür. Sagt man das so? Wenn du ein Zacken aus der Krone. Zacken aus der Krone breche ich mir jetzt die Maus keinen Faden ab. Pass auf. Wenn du so eine Diskussion führst mit jemandem und die dann auf so eine emotionale Ebene gehoben wird, das finde ich richtig angenehm. Wenn dann ja. die Person. Nee, gerade dann, wenn es angebracht ist, wenn du eigentlich gerade sowieso. Gerade ist schwierig, was drehe ich denn um? Also ich mag das vor allem gerade, wenn ich irgendwie Spaß habe. Ja. Und alle haben Spaß und einer fängt plötzlich an, von Problemen zu erzählen, dass die Stimmung irgendwie langsam absackert. Ja.
Das ist geil, oder? Ich, ja. Weil man weiß ja auch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und wenn wenn die Laune am schönsten ist, dann muss man halt auch das Gespräch beenden. Also ich liebe das. Oder wenn es einfach wirklich, er ist jetzt auf dem Klo, wenn jetzt wirklich tolle Dinge zu besprechen sind, ja, also eine wichtige Diskussion, man muss es ausdiskutieren. Und dann sagt aber eine Person im Disput, naja, ich habe jetzt ja emotional so ein kleines Problem damit oder mir geht's nicht so gut. Dann hat gleich die Person, die emotional ist oder emotional leer, hat gleich so ein bisschen die Hoheit übers Gespräch. Das finde ich richtig angenehm. Damit kann ich richtig gut. Herr Rotes! Ja? Bist du Kacki? Ja. Mein Monolog ist eigentlich gerade vorbei. Wieso, warum bin ich doch nicht Kacki? Wieso, warum findest du nicht Kacki? Gut, also das finde ich super gut, aber vielleicht wäre das auch was mehr für Rant um euer Leben, weil da muss ich sagen, das finde ich wirklich super gut, das finde ich, damit kann ich richtig gut. Vielleicht habt ihr damit schon Erfahrung gemacht, dass man was ein richtig ernsthaftes Gespräch führen will, eine Diskussion führen muss und dann aber, das ist aber gerade emotional für mich, ich finde das gerade traurig. Und das ist gerade wichtiger. Lass erstmal gerade drüber reden, dass es mir gerade emotional damit nicht gut geht. Ich will da gar keine Intention unterstellen oder so. Es kann ja einfach sich ergeben. So. Aber was machst du da? Bist du argumentativ in einer Sackgasse. Und das finde ich super geil. Die Diskussion ist dann nicht geklärt. Kann man dann später nochmal eine führen. Finde ich super. So. Ja, also DJ Duo. Der erste Song, ich pitch euch jetzt meine Idee. Es gibt ja im Club immer so den DJ vorne, der dann am DJ-Pult so tut, als würde er gerade etwas unternehmen. Dann so ein bisschen hier und ein bisschen am Pegel und mal einen Bass rausdrehen und mal irgendwie so ein bisschen Höhen, Tiefen, zack, zack, ne? Und der hat dann immer so Phrasen. Stadt XY, seid ihr noch da? Oder sowas. Und ein Lied, was ausschließlich aus diesen Phrasen besteht, dass quasi jeder... Du hast mich auf eine Idee gebracht. Ja? Also als ich gerade auf dem Klo war und die so geredet hast, kam mir die Idee, was tun, wenn man einen langen Monolog halten will. Ja. Folgende Situation, du gehst auf ein Date mit einem Mädchen, kennst du das nicht so gut, und da ist die halt so übelst schüchtern. Sag nur ja, ja, da musst du dir einfach vorstellen, du bist ein Let's Player, der gerade einen Ladescreen kommentiert. Die können das auch. Das die, stimmt. Die kommentieren ja nichts, die reden einfach nur vor sich hin. Nur Monolog. Aber es könnte dann vielleicht komisch werden, wenn du dann... Also was mach das? Ich bin jetzt mal dein Date. Oh, naja, also ich mach gern Kunst. Ja, Kunst ist insofern eine gute Sache, als dass ich persönlich nicht sonderlich begabt darin bin, aber man kann natürlich seine innersten Emotionen dadurch ausdrücken. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Ich persönlich bin nicht sehr künstlerisch begabt. Ich flüchte mich eher... aus der Scheinwelt, die mir sehr viel Angst macht, in die Realität. Andere machen es andersrum, die kommen von der Realität in die Scheinwelt und begebe mich dann auf reelle Pfade, wahrnehmbare Pfade, Dinge, die ich sehen kann, Dinge, die ich beweisen kann, Dinge, die aus meinen eigenen Überzeugungen Schluss zu folgern sind. Ich finde neue Schlussfolgerungen, denke halt eher rational darüber nach, was ich so mache. Wobei ich natürlich auch völlig in Ordnung finde, wenn du deine Kunst machst, zeig mal, was du so hast. Warte, ich krieg gerade einen Anruf rein. Ja? Ja, Sarah? Oh, der spricht nur über sich, ne? Das ist voll unangenehm, ey. Das finde ich jetzt nicht cool, dass du so, durch Leute wie dich kriegen Leute Angst vor Dates. Das ist noch nie passiert. Was? Dass du zu viel von dir gesprochen hast? Nee, dass jemand im Date Sarah angerufen hat und schnell weg ist. So, das ist auch so ein Klischee, dass sie dann ihre Freundin anrufen ganz schnell heim muss. Nein. Ist mir noch nie passiert. Dir schon? Nein. Doch. Hä? Wem ist dir das passiert? Nein, mir ist das nicht passiert. Wem ist dir das passiert? Mir ist das nicht passiert. Wem ist das passiert? Mir ist das überhaupt nicht passiert. Wem ist das passiert? Das wird hier gerade zu persönlich. Ist es dir passiert? Nein, nicht. Erzähl. Ich habe nur gerade an so eine Situation gedacht, wo wir in der Kranachstraße im Garten saßen und deswegen habe ich kurz die Augen so komisch gemacht. Oh, fuck. Weißt du? Hey, Robin, nicht übel. Gut. Nee, ja, nein, aber... Aber das war ja auch nicht so. Genau, gut. Das war nämlich eigentlich nicht so, das war nur an dem Tag so. Gut. Also, ja, es ist gut. Ladescreen. Ja, und da muss man einfach dran denken. Also,
Du hast mir aber jetzt, also es ist eine gute Idee gewesen, hast trotzdem, ich war mit dem Thema fertig, mit dem emotionalen Gespräch und so, hab dann nochmal die Idee für den ersten Song pitchen wollen und da kamst du gerade rein. Und ich habe gerade ankündigen wollen, dass ein Lied, was nur aus solchen Phrasen besteht, was die DJs sagen, super witzig ist. Weil jeder DJ, quer durchs Land, der muss dann quasi gar nichts mehr dazu sagen, der lässt das Lied laufen. Nehmt und da können, Arme hoch. Ja, und da können die Menschen einmal ein ganzes Lied durch ihre Ruhe haben, weißt du? Ja, zünden sich die Kippe an, setzen sich an die Seite mit den Kopfhörern. Nee, nicht mit den Kopfhörern. Ich meine, dass der DJ nicht dazwischen labert. Also, der hält halt einmal die Schnauze bei dem Song. Ich sage mal, das kommt jetzt nicht nur den DJs zugute. Ich weiß nicht, ob du diese wie kürze ich das ab? Schlampen. Nennen wir mal ein Synonym für Musik. Melodische. Und jetzt nennen wir nochmal ein Synonym für Park. melodischer Grün. Melodische Grünfläche. Ich nenne jetzt einfach mal melodische Grünfläche, diesen Club. Städtische Park. Städtische Grünanlage, hätte ich gesagt. Städtisch gegen Musik? Naja, Park ist doch was. Ach so, also melodische städtische Grünanlage. Ja. Und in diesem Club gibt es auch diesen DJ. Ja. Ja. Und jetzt alle, oh, es hat jemand Geburtstag. Ja, das will ich nochmal schnell durchsagen hier. Und der Drop ist einfach nicht da. Ah. Ja, gut, das ist nicht gut. Ja, aber ich habe da nicht so viel Erfahrung wie du, muss ich sagen. Du warst melodischen, auch mit im melodischen Grünfläche. Zweimal war ich in der melodisch-städtischen Grünfläche. Die Wände sehen aus wie in einem Bordell und ich hatte einmal sehr viel Spaß an diesen Stangen, die da auch drin stehen. Och, jedes Mal. Ja, so. Mhm. Aber sonst muss ich sagen, es ist nicht so mein... Dein Medium? Ich sage mal, es ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste, wenn ich jetzt mal irgendwie abendliche Aktivitäten plane. So, und das verstehe ich nicht. Aber wir sind ja gerade auch im Vice-Versa-Mode, deshalb findest du das wahrscheinlich ganz toll dort. Aber mal raus aus dieser Rubrik. Okay. Willst du da weiter drüber reden? Nö, ich wollte das nur gerade mal gesagt haben, was diese DJs angeht, die mir dazwischen labern. Ich raste da völlig aus. Ja, das sind wir auch schon in der nächsten Rubrik. Ah! Random, euer Leben. Nö. Wieso, willst du dich jetzt richtig drüber aufregen, oder was? Über DJs, die dazwischen labern? Nee, hab ich doch gerade gemacht. Ich ruder auch gerade echt in mir. Du ruhst? Mhm. Oder ruderst? Ich ruder gerade in mir. Vor Wut. Oh, gestern wieder haben die Sklaven damals gesagt, oh, gestern habe ich vor Wut wieder so gerudert. Oh. Wusstest du, dass Pyramiden gar nicht von Sklaven gebaut wurden? Nicht? Ja. Ach, warte mal, von Aliens. Ja, Thema Aliens. Es gab, neulich habe ich gelesen, seitdem jeder eine 1080p-Kamera in der Tasche hat, sind diese UFO-Bilder seltener geworden. Das ist komisch. Woran liegt das denn nur? Weiß ich nicht. Die trauen sich jetzt nicht mehr her, weil die in Full HD voll hässlich sind. Wahrscheinlich. Oder weil die so eine Full HD-Allergie haben. Ja, das ist es. Das ist, wie bei, warte mal, bei was ist denn das? Bei Science, genau, da haben die Außerirdischen haben eine Schwäche gegen Wasser und kommen auf die Erde, um die zu invaden. Mhm. Die sehr viel aus Wasser besteht. Nein. Doch. Tut sie das? Ja. What the fuck? So, und die richtigen Aliens haben halt einfach eine Schwäche für HD, aber das Ding ist, die Realität ist ja schon ziemlich hochauflösend. Naja, aber nicht in HD. Schärfer als die Realität war damals der Slogan. Stimmt, ja. 2009 oder so. Und da war so eine Alte, die das Auge aufgemacht haben, da kamen so Krallen raus. Oh, ich kenne auch noch so eine Alte, die das Auge aufgemacht hat. Oh, habt ihr das? Kennst du The Wall? Das. Die in China? The Wall. Das ist so eine Sendung, die lief letztens. Ich war bei einem Kumpel und da lief RTL. Rantest du darüber gerade ab? Ansonsten. Da war diese Wall. Und die müssen ihre Fragen beantworten und das ist so eine. Das ist wie so in so einem Glücks. Wie nennt man das? Ein Rummel, wo du eine Münze reinwirfst und dann musst du an so ganz vielen Stäben vorbei und fällt dann relativ zufällig. Das sagt mir ganz dunkel was. Gab's das früher schon? Ein Rummel, diese Münzen. Ne, eine Sendung, wo das irgendwie so. The Wall. Ist ja auch egal. Und diese Oma oder diese Alte beantwortet eine Frage und unten sind so Kästen mit 1 Euro, 100 Euro, 10 Euro, verlierst du oder gewinnst du, je nachdem, ob sie richtig oder falsch geraten hat. Und dann kommt dieser Ball runter.
Und sie stellt sich vor diese Wand, rüber, 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 nein, darüber, nein, darüber. Und darüber habe ich jetzt übelst abgerendet, weil warum kann man einem Ball, der vom Zufall gelenkt wird, beziehungsweise von der Physik, indem man vor dieser scheiß Wand vorturnt, sagen wollen, wo der hinzurollen hat? Naja, also das ist vielleicht so ein bisschen das gleiche Phänomen, wie wenn Leute an der Konsole Autorennen fahren und sich so rüber neigen. So, oder kennst du das noch damals vom Kinderarzt, Spiel mal Gameboy? Ich spiel mal Gameboy. Und da kommt so ein Kind von hinten und guckt auf deinen Gameboy. Nee, kenne ich eigentlich nicht. Atmet dir sonst Ohr. Nee. Hat im besten Fall noch Husten und übelst einen Mundgulli. Kenne ich eigentlich nicht. Aber es ist tatsächlich unangenehm jetzt, ja. Das hatte ich früher beim Kinderarzt so oft, als ich mein Gameboy mit hatte, immer diese scheiß Wände, die sich neben dein Ohr hocken. Also ich war selbst ein Wanst, sonst wäre ich nicht beim Kinderarzt. Wobei ich das, weiß ich nicht, ob es da auch Leute gibt. Worüber ich immer übelst abrende, ist, dass ich bin an der Zunge. Es gibt ja zum Beispiel... Du bist an der Zunge. Ich bin an der Zunge. Beim Arzt dann diese Holzstäbchen, die in den Hals gucken. Ja. Ich kotze da immer fast. Na, weil die dir da so... Ich bin da oberempfindlich. Es gibt ja auch hier so, ja, und wenn du eine belegte Zunge hast, einfach mal die Zunge mit der Zahnbürste putzen. Ich kotze fast in mein Waschbecken, wenn ich das nur probiere. Da gab es noch so was Ähnliches, oder? Wo es dann immer heißt, jetzt mal irgendwie A sagen, oder ist das das? Nee, da gab es noch was anderes. Bin ich bescheuert? Magenspiegelung. Nee. Oder beim Zahnarzt? Nee. Wo, irgendjemand, der sagt dann immer jetzt mal A sagen, aber es geht physikalisch überhaupt nicht. Mund weiter auf. Weiß ich nicht, Alter. Vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch. Downtime. Ich weiß es nicht. Okay. Nee, beim Zahnarzt habe ich keine Probleme, aber wenn der Arzt kommt und mir mit diesem Holzding da einen Rachen will und ich weiß, wenn er das jetzt macht, reihe ich den auf den Schoß. Musst du spucken, ne? Ja, dann gehe ich lieber nicht zum Arzt. Dann gehe ich einfach nicht zum Arzt und bleib zu Hause. Dann mache ich lieber den Eiter nicht weg aus meinem Hals. Das probiere ich dann immer, aber ich putze so zweimal und dann kommst du schon... Naja, worüber ich auch richtig abrenten kann, ne? Kotzen an sich ist echt nicht mein Ding. Echt nicht? Nee. Hast du vielleicht nicht mitgekriegt, ey, da, ne? Vor einem halben Jahr oder so richtig mal wieder krank gewesen, richtig abartig gefühlt so. Und ich habe dann immer so, ich habe vielleicht in meinem Leben insgesamt 6-7 Mal gekotzt, wenn es hochkommt. Und jedes Mal fand ich es nicht so geil. Aber ich weiß, eigentlich weiß ich, wenn du gekotzt hast, fühlst du dich danach besser so. Aber dieses Gefühl von Kotzen. So, und dann den ganzen fucking Tag so immer ganz kurz so aber immer wieder runtergewirkt so. Ja, nicht rauslassen, so. Und da habe ich dann, ich habe Franz ein Bild geschickt. Mit deinen Emotionen das Gleiche? Lässt sie nicht raus? So fast ein Drittel 10 Liter Eimer voll. Also 0,33 Liter, oder? Ein Drittel 10 Liter Eimer. Ja. 3,33 Liter. Gefühlt, also ganz viel war es vermutlich gesagt, nicht, aber... Hab ich gepennt. Ja, okay. Ja, so, und eklig. Hast du nicht auch gekotzt, als du Tampons in der Nase hattest? Nee, gekotzt nicht, aber das war auch Wirken. Ach nee, in der Nase. Ich habe ja für Pink Battle mal... Ich mag gerade so eine Geste. Pink Petal, ganz viele Tampons in den Mund gesteckt, ja. Das war auch eklig. Aber als du den Lymph. Nee, was hat das entfernen lassen? Deine. Ach, hier, das meinst du, ja, stimmt. Was muss da raus? Polypen sind das. Kann ich auch, über Polypen kann ich richtig abranten. Ne? Die haben keine Drecksfunktion. Die sind einfach da drin und fertig. Keine Drecksfunktion ist mit dem Blinddarm das gleiche. Ja. Das soll ja ganz schön scheiße sein, den rauszunehmen. Ja. Ach so. Ja, aber manche haben es verdient. Oh, also, das sind die Zuschauer, die jetzt hier, der jetzt explizit angesprochen. Ja. Sehr gemein. Dreckszuschauer, ey. Bezahlen wir nichts für diesen kostenlosen Content, ey. Ja, asozial. Und ich hier muss mich von Toastbrot und Ketchup ernähren. Ist wirklich so. Deshalb gab es auch gerade Tomate Mozzarella mit Basilikum und übelst geiler Soße. Die Pflanze habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Vielleicht mal. Ja, siehst du das? Meine Eltern, du weißt halt, dass meine Eltern getrennt sind. Ja. Ach so. Ich wollte den Witz von vorhin aufgreifen. Meine Eltern sind getrennt. Tja, witzig. Mach nochmal ganz kurz das Rant. Ich habe gar nichts mehr zum Abranten, glaube ich. Ich muss mal kurz nachdenken, ob ich hier was zum Abranten habe. Wenn du reinkommst. Wenn ich reinkomme. Wenn du reinkommst. Wo rein? In die Wohnung. Ja. Lass mich doch mal ausreden. Wenn du reinkommst in die Wohnung und fragst ganz normal, ey... Wie ist denn das hier geregelt? Ja, okay. Okay. Kann ich sagen, das ist vielleicht rentenswert. Das kann man mal renten. Rentnern. Nee, warte, wie heißt denn das auf Deutsch? Laien. Scheiße. Funktioniert nicht, der Witz.
Okay, also man kommt so in die Wohnung, sieht, da ist das Geschirr nicht abgewaschen. Und dann fragt man spaßig nach, hey, na, ist es nur aktuell, dass wir das Geschirr gleich abwaschen, wenn wir es benutzt haben, so? Es ist erstmal nur eine scherzhafte Frage. Und wenn dann die Reaktion darauf ist, anders als erwartet, so ein bisschen emotional und aufgrund dessen eine Situation entsteht, wo es dann heißt, ich würde ja, also jetzt mal überspitzt, ich wäre reingekommen wie ein Psychopath und hätte alle zusammengeschissen und die Axt ja, ausgepackt. Ich habe das aber so empfunden. Naja, also das ist es halt, ne? Empfindungen. Und Wahrnehmung ist subjektiv. Und Erwartungen schüren Enttäuschung. Also, woher kommt dann das Wort wahr in Wahrnehmung? Naja. Hörst du wieder auf zu kleckern? Hab ich nicht. Also ja, das finde ich dann nicht so schön. Und daraus ist das Magis Box, oder? Das ist meine Box. Ja, das ist Magis Box. Jetzt ist es Magis, die ist voll dreckig. Nee. Was heißt das? Okay. Ja, daraus hat sich dann eine Situation ergeben, aus der ich dann einfach mal die Frage gestellt habe, an welchem Punkt fängt Blamen an, also Schuldzuweisungen, und in welchem Rahmen darf man denn noch Dinge einfach ansprechen? Aber das ist mir jetzt zu privat. Und ich bin da auch drüber hinweg. Wenn ich rante, dann... Ich habe gar nicht so viel, was ich grundlegend abrante. Wenn ich mal emotional irgendwie involviert bin, dann ist das auch sehr schnell wieder weg. Und Leute, die sagen, du hast schlechte Laune, obwohl du keine hast? Ja, okay. Das ist halt so ein grundsätzliches Ding. So wie Longboarden. Ja, okay, das stimmt. Also Longboarden ist... Vor allem, die holen sich ein Longboard, ja, sagen, ich will damit nur fahren. Dann versuchen die damit irgendwie einen 360-Shuffle zu machen, hauen sich das Ding voll in die Klöten. Einfach nur schlimm. Ja, und dieser verfilzte Unge hat man alles in der ersten Folge schon. Also Longboarden ist auf jeden Fall der Untergang des Abendlandes. Zusammen mit dem Musel. Der Longboard-Führerschein wird am Hindukusch verteidigt. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Wenn dir jemand sagt, hey, du bist doch gerade aggressiv, du bist doch XY, dann habe ich damit echt ein Problem, weil aus dieser Situation kommst du nicht geschmeidig wieder raus. Wenn jemand fragt, hey, kann es sein, dass du etwas sauer bist oder so, dann kann man sagen, nein, ich bin nicht sauer. Wenn jemand sagt, hey, du bist gerade übelst aggressiv, obwohl du nicht aggressiv bist, dann macht mich das aggressiv. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, aber dann bist du ja aggressiv und der hat recht. Du gibst ihm recht. Nein. Doch. Ich war ja bis zu dem Punkt nicht aggressiv. Ja, du wirst aggressiv. Und dann kann auch von vornherein sagen, ey, du warst die ganze Zeit schon aggressiv. Jetzt guckst du dir hier mal nicht den Herrn Abaddon an. Hallo, seine Freundin ist voll ehrlich. Hier, mach den Witz nochmal. Den hier. Wie soll ich den denn machen? Da scrollt er so durch Instagram durch, ne? Da ist ja immer so personalisierte Werbung. Gesponsert. Gesponserte Werbung. Von einem abgerissenen Zettel, auf dem einfach nur steht Depression. Ja. Du kannst dich ja jetzt mal einblenden. Mich jetzt? Blende jetzt mal mit dem Video einfach dein Gesicht ein. Weiß nicht warum, aber mach das mal. Okay. Du kannst das. Ja, ansonsten, was ist denn so passiert in den letzten Tagen, Wochen, Monaten? Ich muss gerade viel Schule machen. Du musst gerade viel Schule machen. Ich habe nämlich gerade ein Bild von David gesehen und ich glaube, wir haben noch gar nicht angesprochen, dass wir so mit diesem ganzen YouTube-Gesocks in Berlin waren. Ah, erzähl mal, das weiß ich ja, davon habe ich selbst nicht so viel mitgekriegt. Ja, Hand of Blood jetzt und David und Tim Nendo oder wie der heißt, ich habe keine Ahnung. Und Fischkopf und Olli von David Hotshots damals, so das sind so die YouTuber-Knechtchen. Ja, waren wir bei System of a Down in Berlin. Und ich sag dir, gute Bands, du wirst ja gerade Schularbeiten dir angucken. Guckt er sich ja irgendwelche Formeln an, während wir hier podcasten. Was ist das denn, ey? Schularbeiten. Ich ekel mich. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ja, weiß nicht mehr. Das hast du mich halt echt rausgebracht. Hand of Blood. Und Hand of Blood war ich schon weiter. Die war in Berlin? Pass auf, richtig gute Bands. Ja, wenn man mal 70 Euro für ein Ticket bezahlt, um zu einer richtig guten, weltweit bekannten Band zu gehen, da kann man doch erwarten, dass sie Zugaben machen, oder? Kann man das erwarten? Ich statt aber geil machen auch Zugaben. Ja. Komm, geht's dann, ich bin Spike. Wollt doch noch hin? Du musst ihm mal anhören, wie der wirklich redet. Redet er nicht so? Der hat so einen ganz leichten Lisper, glaube ich, sogar drin. Mhm. Holt er dann immer auch seine Waffe raus? Dann? Nee. Du musst dir mal ein Bild von denen machen, ganz ehrlich. Okay, ich guck mir die gleich mal an. Wenn wir die parodieren, musst du die ja auch mal angeguckt haben.
Ja, Haare passen gerade bei ihr. Echt, ja? Fast. Ist das ein Skinhead? Nee, er hat hier noch so. Also egal, jetzt reden wir weiter. Hier gutes. Ja, also, wenn du jetzt 70 Euro bezahlst für ein Konzert und die Band keine Zugabe... Selbst Kirmesbands machen Zugabe, das zahlst du 8 Euro, wenn es hochkommt. Mhm. Also ich sag mal gleich, mir wurde dieses Ticket geschenkt, weil von meinem Toastbrot und Ketchup hätte ich mir das nicht geleistet. Aber hätte ich die 70 Euro bezahlt, hätte ich mich vielleicht ein bisschen schlecht gefühlt. Es ist halt, ja, System of a Down mal live sehen und so, yo. Aber es war erstens halt durch dieses Nicht-Zugabe und so, es hat alles so echt uninspiriert gewirkt. Alles so ein bisschen, wir machen es fürs Geld. In der Routine oder einer Tour, kann das sein? Na, weiß ich nicht. Ich habe mir auch schon, also die Tour hat angefangen, da war es auch schon nicht so viel besser. Hier Rock am Ring oder so, das hat alles so ein bisschen gelangweilt gewirkt. Oder dass sie irgendwie traurig sind, weil irgendjemand von ihnen gestorben ist, habe ich gehört. Aber es ist auch schon Monate her jetzt. Weiß ich nicht. Aber wenn man keinen Bock hat auf Spielen... Ob das es zu tun dann Sinn macht, ist halt die Frage, denn wenn viele Leute, oder in dem Fall sehr viele Leute, eine Zugabe rufen, dann spiele ich doch wenigstens eine. Ja. Oder haben sie gar keine gespielt? Nee, gar nichts. Das haben alle gerufen. Es haben übelst viele gerufen, ja. Und die kamen einfach nicht. Ja. Oh, das ist bitter. Das ist richtig hart, ja. Das würde also es hat in der Euphorie wahrscheinlich gar keinen so gestört. Also Kalle und ich haben halt sofort drüber geredet, aber wir waren auch die beiden, die nichts bezahlt hatten. Mhm. Ja, aber die Euphorie ist ja nach dem Konzert gar nicht mehr so da, finde ich. Man verlässt ja dann eher so einen Raum. So nach dem Konzert ist ja eher die Stimmung so, dass man... Ja, was kommt jetzt? Es war kein Raum, es war offenes Gebiet. Das war ganz selbst cool. Das, also... Oder kam noch nach Bands oder sowas? Nee. Das war dann aus? Es war dann aus. Da ist auch keine Euphorie mehr da. Also dann bin ich eher schon der sagt, boah, das war aber kurz. Oder war es ein langes Konzert? Also wie viele Stunden ging es denn? Oh, da halte ich nicht die Hand für ins Feuer, aber es war kein Ärztekonzert auf jeden Fall, okay, was irgendwie 3 Stunden geht. Na gut, ein Ärztekonzert würde ohne Zugaben auch nicht so lange sein. Ja, gut. Also die spielen ja die Zugabe genauso lang wie den Rest, ja, weil die genau wissen. Ja, also ich will mich nicht beschweren, war ja trotzdem ganz witzig so. Aber ja, wenn man sich mal so die Bühnenshows anguckt von Rock am Ring und so, nicht so pralle. Gut, aber war ganz witzig. Dann noch beim Filmquiz gewesen mit David und so. Also gegen David gespielt. Mhm. Und wir sind nicht Letzter geworden, da waren halt nur Film-Nerds. Das finde ich immer so geil, wenn du redest und im Satz drülpst und einfach weiterredest, als wäre nichts. Das finde ich auch am besten. Aber hier kannst du mir nochmal einschenken. Ja, ich schenke mal ein hier über dem Handy. Das ob klingt das geil jetzt... klingt? Wie Polarine ins Klo rein. Polarisiert. Oh, Alter, ich hatte am Montag wirklich... Da muss man dabei gewesen sein, aber ich musste halt übelst chiffen und er redet plötzlich vom Intervall minus PP. Und ich musste übelst grinsen und er dann zu mir, ja, sie lachen bestimmt, weil sie wissen, was gleich kommt. Oh fuck, ich glaube, jetzt musst du mal einen Monolog machen, ich muss mal den Boden wischen. Ich muss ja, also Robin hat gerade auf den Boden gespuckt. Eigentlich war das nur ein Einwurf. Ich hätte dir jetzt gern weiter zugehört, bis die Berlin-Story kam. Also nicht ausgedacht. Gerade ist es wirklich passiert. Also mir persönlich hat das ein Schmunzeln abverlangt. Er hat halt, wie gesagt, die Einnahmen des gesamten Tages ja ausgekotzt. Ich sehe Stücken von Toastbrot und leichte Ketchup-Spuren. Ja, die sehe ich auch. Vor allem die Einnahmen ausgekotzt. Wie sagt man? Ich hab die Einnahmen. Was du halt eingenommen hast, aber im Sinne von Essen. Ist schon korrekt. Das ganze Geld an Patreon, was ich heute verdient habe, wieder hab in mein bisschen Essen hier investiert. Ja, noch kein Geld, Gott sei Dank. Und jetzt liegt es hier auf dem Boden verteilt. Oh, was habe ich denn gerade geredet eigentlich vor dem Pipi? Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam gerade. Oh, fuck, Mann. Na, auf jeden Fall, ja. Ich war doch gerade richtig gut on topic eigentlich. Ja, können wir nur kurz zurückspulen, die, ne? Nicht ein so One-Taker. Ah, na, dann machen wir jetzt 20 Minuten Schweigen noch, würde ich sagen. Ich hoffe, die Kamera hat den Kotzen aufgenommen. Oh, mach's dann klein, wenn ja, dann mach einen kleinen Trailer. Oh, ist das dumm, ey. Hast du wirklich okay vergessen, was du erzählt hast? Du musstest, glaube ich, auch schiffen, oder? Hast du gerade erzählt? Ich musste schiffen? Nee. Das hättest du gerne. Hab ich noch von Berlin erzählt? Ich weiß es nicht. Hast du davon erzählt, dass du schiffen musstest? Leute, ich glaube, wir sind zu unkonzentriert für ein Podcast-Format. Wir brechen das an dieser Stelle ab. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was du gerade erzählt hast.
Nee, aber gut, wir können auf jeden Fall die Fahne schreiben, der schlechteste Podcast auf YouTube. Ja. Auch der einzige Podcast und das einzige Video auf YouTube, weil es stürzt total ab, die Plattform. Ja, Drecksladen. Meine ganzen Einnahmen sind auf dem Boden verteilt. Man. Ja, weil YouTube kein Geld mehr für Server hat, laden die Content jetzt auch in eine Cloud. Oder? Oh, das ist dumm. Ja. Okay, also erzähl ich einfach was anderes. Erzähl aber nochmal von vorne. Ich weiß nicht was. Also du warst irgendwie unterwegs in Berlin, Filmequiz. Ja, war super. Also wir haben vorletzten Platz gemacht beim Filmequiz, aber ich glaube nicht, dass ich das gerade erzählt habe. Ist ja auch egal. War ein großer Spaß. Ja, ich will das jetzt wissen. Können wir mal kurz auf Pause machen und auf die Kamera gucken? Wir müssen. Naja, warte doch mal, da können wir auch hier. Okay. Wir pausieren das erstmalig und einstmalig im Podcast-Format. Pausieren wir ja, einstweilen. Das gibt's echt nicht, ey. Wir machen jetzt einfach Ende. Da haben wir wenigstens keinen Schnitt drin. Nein, da muss eine Stunde gefüllt werden. Wir haben vom Produzenten. Wenn ihr gerade selbst zurückgespult habt, wisst ihr, was Robin gerade erzählt hat? Nämlich nichts. Er war halt wirklich fertig. Und es ging, ja. Du bekommst auf jeden Fall noch ein Danke, Amadeus. Ja, für polarisiert. Ja. Ich glaube, es ist immer noch nicht aufgeklärt, was genau das ist, ne? Bleibt doch. Nee, danke Amadeus. Ja, wer sich da informiert, der weiß Bescheid. Willst du noch ein bisschen Orangensaft? Du hast da gerade eben reingespuckt. Nein, habe ich wirklich nicht. Ich würde es ist das auf Kamera. Hä, bist du bescheuert? Ich würde das gerne einmal hier noch einschenken, ohne dass wir dazu lachen. Du Achtung. Trinkst den dann. Okay. Schön. Das ist einer unserer Samples bei unserem DJ-Duo. Ja, Mann. So, 20 Minuten kriegen wir noch gefüllt, weil wir haben Vorgaben vom Sender. Jop. Ich habe mich übrigens, Leute, ich habe mich bei Jodel beworben. Die haben gesagt, hier Promo und so. Ich glaube, die wollen, dass Leute irgendwie, also es ging um Italien oder sowas, 4 Wochen Promo machen für Jodel. Falls ihr es kennt, ist eine App. Falls ihr es nicht kennt, verrate ich es euch nicht. Du bist gut. Ja. Nämlich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die eher das meinen, was ja auch so die Hilfsorganisationen meinen, so Hanseln auf der Straße rumstehen haben und dann, hey Leute, kennt ihr übrigens? Ich habe den Alternativ aber gesagt, hier, ist ja längst davon entfernt, von der Reichweite von, was sind die Abonnenten, 227.000 oder so. Die reelle Reichweite ist vielleicht maximal ein Zehntel davon. Und habe ich geschrieben und jetzt mal gucken, ob da eine E-Mail zurückkommt und vielleicht verkaufe ich dann meine Seele oder wenn die auch sagen, jao. Ist möglich, dass da mehrere machen und so. Dann machen wir ein Jodel-Video. Ja? Das wie wär's. Wie dieser Typ mit dieser Handorgel. Was? Also ich wollte gerade Kuckuck machen mit meiner Zunge. Der Typ, der so komisch guckt. Meinst du die Wollnies? Der Fichtelsong oder was? Das ist doch nicht von den Wollnies. Ich bin der kleine Fichtel. Genau. Ja. Die Wollnies ist. Ach, das ist so eine Schrottplatzfamilie. Nee, war der Rudolfs. Jetzt verwechsel ich. Wollnies ist, glaube ich, Jeremy Pascal. Ach so. Ja. Ah, die heißen. Die Randfichten? Nee, das waren wieder andere. Ich bring gerade alles durcheinander, ey. Der Podcast fickt meine Existenz. Wo wir gerade bei DJ-Duo waren. Wann waren wir das? Ich habe noch so ein anderes. So ein alter Ego. Das ist Joey Fuckfinger. Da kommt auch heißes Material auf euch zu. Gut. Ist das der, der den Petting-Song gemacht hat? Hätte ich am liebsten so, aber da war das noch nicht perfekt ausgeklügelt in meinem Kopf. Ah. Die Persona von Joey Fuckfinger. Ja, aber theoretisch von Berlin. Ja, da ging nicht mehr so viel, glaube ich. Aber wir haben tatsächlich vor dem Konzert, und vielleicht können wir da auch nochmal brainstormen, vor dem Konzert gab es kein größeres Thema als hey, na, was machen wir denn eigentlich, wenn da jetzt ein Terroranschlag ist? Ja, erschreckend, weil das zeigt doch, dass die Terroristen die Angst geschürt haben, die sie schüren wollten. Naja, bei uns war es nicht wirklich Angst. Das naja, war mehr, aber es ist auf jeden Fall da. Es ist da, weil sonst würde man nicht drüber nachdenken. Aber bei uns war es halt auch schon auf jeden Fall so, hey, ja, Kalle, ne, auf jeden Fall, wenn du Schüsse hörst, dann erstmal ducken und ne, sobald eine Leiche da liegt, unter die drunter legen. So. Und, aber die Sache ist, da war halt tatsächlich relativ viel Polizei und Kontrolle oder so. Relativ wenig Terroristen. Relativ wenig. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Und wir haben dann überlegt, wie wir daraus so Kapital schlagen, weil wir sind halt einfach nicht mehr
Weißt du, die alte Größe mit Reichweite ist halt nicht mehr. Ihr tut so, als wärt ihr Leichen und Leute, lasst euch bezahlen, dass sie sich unter euch verstecken. Ja, naja, wir haben das kombiniert. Also, einer muss sich unter einer Leiche verstecken für die Geschichte. Oh ja, übelst krass, ich habe mich unter einer Leiche verstecken müssen, um zu überleben. Mhm. Der andere muss ein kleines Kind retten. Der dritte. Ja, aber was man halt so hat auf System of a Down-Konzerten. Ja. Der dritte muss die Kamera im Selfie-Modus halten. Die kleine dreijährige Lisa. Also richtig fett am Headbang. Mit ihren zwei Zöpfen. Ja. Und so. Und ja, Lord Abaddon hinter ihr. Richtig. Tut gerade so eine Pipette Sperma in ihr Gesicht. Ich habe mal Sperma auf ihr Gesicht drauf getan. Also, ja, so der dritte hält im Selfie-Modus die Kamera und muss einen kecken Spruch machen dabei. Und der vierte muss versuchen, die Terroristen zu überrumpeln und dabei sterben. Dann haben wir das perfekte virale Video. Was ist denn das für ein kecker Spruch? Naja, irgendwas, hey, lol, guck mal, eins, Terrorismus. Das ist gut. Also hätte YouTube noch Viewer, wäre das wahrscheinlich Millionen. Aber es guckt wahrscheinlich sowieso keine. Ja, aber vielleicht wäre das halt das Video gewesen, was YouTube auch wieder auf die Höhe gebracht hätte. Ich hätte es auf Clipfish hochgeladen. Sicher. Da hätten wir einen richtig guten Deal rausschlagen können wahrscheinlich. 5,5 Fische. So, und perfekten Plan vorher gemacht. Und auf wen kann man wieder nicht zählen? Auf die scheiß Terroristen. Hm. Dumm. Zu früh gefreut einfach, weißt du? Naja. Wir waren da, wir waren bereit. Die haben es schleifen lassen. Nee, aber der Gedanke war wirklich, das ist halt, wie gesagt, offen gewesen. Wuhlheide oder wie die Scheiße heißt. So ein Amphitheater-mäßiges Ding. Und da waren zwar Polizisten und so drumherum, aber ich habe mir halt überlegt, wenn da jetzt wirklich 10, 20 Leute einfach mit dem Maschinengewehr über die Wiese ankommen, da können die auch nichts machen, so weißt du? Ja. Aber naja, war ja trotzdem ein großer Spaß. Fällt ja auf, wenn 10, 20 Leute vorher im Maschinengewehrladen gehen. Stimmt. Deswegen sollten wir überall Kameras aufstellen. Ich will damit sagen, die Dinger sind gar nicht mal so leicht verkäuflich. Ja, aber wer die haben will, bekommt die schon auch. Okay. Ich will dir jetzt keine Angst machen, wenn du aufs nächste gebildet, aber sexy Konzert gehst, aber... Ich will als DJ. Du rotzt übelst in den Saft rein, Alter. Das ist einfach nur widerwärtig. Trinkst die Scheiße jetzt selber hier, ist ja wahr. Schon U-Boote drin. Was? Kleine Membrani, Wesen an deiner Nase. Polypen. Das sind auch die, gegen die du kämpfst in Super Smash Bros. Polypen. Das kämpfende Polypen-Team. Ach, du kennst es nicht so gut, gell? Super Smash Bros., ich besitze alle Teile. Hast du es gespielt? Aus dem letzten. Das kämpfende Polygon-Team? Ach so, Polygon, nicht Polypen. Mhm. Das klingt für mich Polypen und Polygon nicht ähnlich. Ah, stimmt, der Wortstamm ist auch nicht ähnlich. Polypen? Polynom. Natürlich. Ja. Ich kämpfe gegen Polynome. Okay, lassen wir das. Also, ich will dir jetzt keine Angst schüren, wollte ich sagen. Ich will damit, nee, du willst Hoffnung schüren. Und Hoffnung, dass ich mir irgendwann du machst geiles, den viralen Hit. Nee, dass ich irgendwann mal ein geiles Maschinengewehr habe und du erzählst, ich kann das haben und dann gehe ich auf irgendeine Darknet-Seite, bestelle mir eins und es kommt nie. Toll. Bestell ich mir. Und das gucke im Briefkasten, guckt dann so übelst lange raus. wo waren wir denn gerade? Ich habe meine Fantasien gefangen. Also der wahre Terroranschlag war einfach die Frechheit von dem Konzert. 70 Euro, das ist Terrorismus. Hättest du mal ein Selfie gemacht, sich hat eine Leiche versteckt und klein Nisa gerettet. Ja. Und am besten noch den Witz erzählt, den ich heute vom unlustigen Hausmeister gehört habe. Pass auf, ein Physiker... Pass auf, Idee. Ich nehme jetzt ganz viel Orangensaft in den Mund und du erzählst deinen Witz. Der ist nicht witzig. Ja, vielleicht lache ich. Okay, passt. Der geht aber ein bisschen länger. Ein Krankengymnast, ein Physiker und ein Informatiker sind in der Vorlesung. Jetzt kannst du langsam ansetzen. Sind in der Vorlesung, sagt der Prof, hier lernt man Telefonbuch auswendig. Sagt er, was hatte ich, ein Physiker und ein Informatiker? Sagt der Physiker, nee, das ist nicht so leicht machbar. Sagt der Informatiker, da gibt es keinen Algorithmus für. Sagt der Krankengymnast, bis wann? Ich glaube, ich verstehe den nicht. Der Krankengymnast sagt, bis wann? Ja, bis wann. Bis wann sollen wir das auswendig lernen? Also ja, verstehe ich schon, haha, aber... Ja, ich auch nicht. Okay, gut. Sind wir uns einig.
Also doppelten Boden oder so? Oder gibt es irgendwie ein Klischee über Krankengymnastik-Menschen? Oder? Ich glaube, die haben gar keinen Boden. Oder pass auf, ein Typ sitzt im Fass. Ja. Also übrigens, die Stelle, die ihr überspringen müsst, ihr könnt in 2 Minuten wieder vorskippen. Typ sitzt im Fass, so ein griechischer Philosoph. Ja, kenne ich. Und da kommt der Sultan und der findet den ganz toll und sagt dem Typ im Fass, ey, du hast einen Wunsch frei. Sagt der Typ im Fass, geh mir aus der Sonne. Das ist doch kein Witz. Das ist doch die Geschichte, dass das so passiert ist. Du kennst die? Naja, Diogenes im Fass. Du kennst die? Ja. Erzähl mir den mal richtig. Ja, fertig. Oh. Ach, das war gar kein Witz. Hä? Bist du dumm oder was? Diogenes im Fass. Naja, den gab's doch wirklich. Echt? Ja. Oh. Ich bin gerade echt verwirrt. Bist du retarded oder so? 10 Minuten haben wir noch. Ja, ich glaube, die guckt. Also, wir überspringen die. Es guckt, also wir können ja wirklich, merkt keiner, wir jetzt nichts mehr machen. Nee, aber jetzt pass mal auf, in 10 Minuten kann man wirklich die Welt verändern. Was läuft auf der Welt eigentlich am falschesten? Wenn wir jetzt mal alles zusammenzählen, so was ist das, was am falschesten läuft? Dass irgendeine Organisation monatlich 17,50 Euro von mir möchte für einen Dienst, den ich nicht gut finde. Okay, alles klar. Also da setzen wir unseren Hebel an. Gerne. Und jetzt verbessern wir die Welt. Was machen wir? Die 17,50 Euro nicht zahlen. Okay. Siehst du, keine 10 Minuten gebraucht. Ich sag mir, dass ein Kumpel von mir dafür im Knast saß. Ja, aber das war ja ein Präzedenzfall. Einer von vielen Präzedenzfällen. Ja. Was auch immer das heißt. Präzedenz heißt nicht Einzelfall. Nee. Gut. So ein erster, weißt du, der dann entscheidet. Ja, ich weiß ja, das letzte Joke-Punkt, JPEG. Ach so. Warum JPEG? Naja, wenn du dann halt so ein Bild einfügst in einem Forum. Nein, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass du jetzt nicht, ist egal. Okay. Gut, zweitgrößtes Problem. Das war's. Okay, also, unser Kumpel war wegen der, jetzt hätte ich fast GEMA gesagt. Bottleflip! What the fuck? One. Ich habe die Kamera ist nicht drauf. First try Bottleflip. Ja, ein Kumpel von uns war wegen den Rundfunkgebühren, die er nicht bezahlt hat, im Gefängnis. Und das finden wir nicht gut. Geschichte fertig. Der war eigentlich eingeplant für... Das zweitgrößte Problem auf der Welt ist, wenn Leute einfach so in der Konversation ihr Smartphone greifen. Und dann auch noch fragen, worum ging es gerade? Ja. Oder kannst du nochmal erzählen? Ja, boah, richtig, das hasse asozial, ich. Alter. Da gehört Random Pocher, ne? Rant um euer Leben, aber ja. Gab es da nicht mal so eine Sendung? Da gab es mal eine Sendung. Ich glaube, die war mit so einem, wie hieß der? Joko und Glas oder so. Pocher. Ja, that's a joke.jpg. Oh Gott. Lol.waffen. Lachendes Baby.mp3. Ja, ich habe ein Lied geschrieben. Typ löscht seinen Computer.gif. Ich habe ein Lied geschrieben, so kurzerhand, und das habe ich auch Protestsong.txt genannt. Einfach so, weißt du. Und dann konntest du es nicht auf YouTube hochgeladen. Wenn man, also ich konntest YouTube nicht öffnen. Ja, deswegen ist es noch nicht online. Ich habe es halt echt schon gefilmt, aber irgendwie, ich weiß, das geht nicht. Das verarbeitet noch. Ja, das war ein guter Witz. Ja, gibt auch Informatiker-Jokes, die jeder versteht. Stimmt. Nein, was wollte ich sagen? Ja, einfach, das steht für mich so für dieses... Weißt du? Ich komme nicht aufs Wort. Die Essenz oder das Klischee von... oder das. Den Kern. Nicht der Kern, sondern so... Der Klischee ist es am nächsten. So generisches, weißt du? So ein generischer Protestsong. Sage ich damit aus. .txt nennt mich so ein bisschen an das Video, was du mir geschickt hast mit. In diesem Video lernen sie, wie sie pinguins.com kostenlos nutzen können. Ach so, ja, das ist so gut. So ein richtig gutes Video, wie YouTube früher war. Da war es noch echt gut, ne? Da war es noch Monopol, da gab es noch Klicks. Da hattest du noch 10 Abonnenten, hattest dann auch 10 Klicks dafür und nicht irgendwie 10 Abonnenten und ein Klick. Ich überlege, dieses Lied, kannst du es kurz einspielen? Dreamscape meinst du? Dreamscape von 009 irgendwie. Von 009. Das sind die Vorgesetzten von James Bond. Ja, die haben installiert. Und dieses Lied,
Und der Gast, wenn du früher hochgeladen hast, immer die Möglichkeit, da einen Sound drunter zu legen. Und das stand ganz oben, wegen diesen 009. Ja. Und das hatte jeder gehabt, immer hinterlegt. Eigentlich an sich ist es ja auch nicht so ungeil. Ja, also ja, aber früher war das immer furchtbar, weil es nur hinter schlechten ja. Videos lag. Und deshalb ist das Lied in einem schlechten. Dazu noch eine kleine Anekdote. Ich habe, als ich nur auf YouTube war, aus irgendeinem Grund mal das Icon vom Posteingang in die URL, in die Suchleiste reingezogen. Und da kam dann dieser Link zu der URL. Und da habe ich einfach mal auf Suchen geklickt, gucken, was passiert. Und das war eine Frau, die auf dem Sofa lag und 3 Sekunden nach links und rechts geguckt hat. Das Video kam dann. Okay. Habe ich bestimmt irgendwo meinen Favoriten drin. Das ist ganz nice. Ja, ich glaube, du hast ja neulich auch was erzählt. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Downfall von YouTube zu tun. Du hast da Porn gesehen. Oh ja, das ist wirklich passiert. Wir hatten gerade einen AV-Linux-Rechner neu aufgesetzt. Oh ja, erzähl mir mehr davon. Wir haben ein neues Betriebssystem auf einen Computer gemacht. Ah, okay. Und mussten auf YouTube was suchen. Wie setzt man ein Linux auf? Nee. Porn. Nee, also. Und das Video auch ganz neu gefunden. Und in der Weiterleitung war halt original ein Porno. Ganz vorgeschlagene Videos. Ganz Volltime, also irgendwie so lange wie der halt war. Anfang, Ende alles drauf. Bloß halt mit so einem Kinosaal davor, damit er nicht sofort. Damit einfach Feeling aufkommt. Damit der Algorithmus das nicht erkennt. Aber das fand ich heftig, weil er hatte nicht wenig Klicks. Ich weiß nicht, wie lange er schon oben war. Viraler Hit. Aber es ist mir noch nie passiert, auch ich habe es nie probiert, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich auf YouTube Porn gefunden habe oder überhaupt derart explizites Material. Aber das war wirklich ein Porno. Ja, wir wollten den auch melden, aber wir waren nicht eingeloggt und dachten, ach, na komm. Den wolltet ihr melden? Was seid ihr denn für Spießer? Klein, du sagst Lisa, zu mir, ich bin alt geworden. Klein Lisa? Die vom Abaddon oder welche jetzt? Nee, die normale Klein Lisa, die du retten musst auf dem Konzert. Die kann doch mal Porn sehen. Nee. Ihr meldet das, ey, ihr Spießer. Na, aber hä? Ja, jetzt bin ich gerade menschlich enttäuscht einfach, ne? Nicht lustig. Doch. Nee. Das ist Klein Lisa, Alter. 4 Minuten. Nee, aber wirklich, du kriegst jetzt eine Klein Lisa. Stell dir vor, willst du, dass sie Porn sieht? Ich glaube nicht. Und so denke ich dann auch. Aber Klein Lisa, 4 Punkte. JPEG, ja. Die hat ja nichts alleine auf YouTube verloren. Na, aber ich habe eigentlich das Vertrauen in YouTube, dass Kinder da relativ, also dass sie nicht zufällig in der Weiterleitung Porno haben. Also das Experiment, das machen wir mal. Vielleicht für Nostra Forts oder so, dass du gehst hier irgendwie auf Bob der Baumeister oder so und dann nur über die Weiterleitungen zu irgendeinem abgefuckten Scheiß kommen. Ich wette, das ist gut möglich. Machen wir. Gut. Ach, und es ist jetzt übrigens beschlossen, Thüringer Dörflichkeiten, Thüringer Schönheiten, Thüringer Sehenswürdigkeiten. Ich habe dir ja schon das Intro gespielt. Kommt bestimmt. Du hast mir das Format halt immer noch nicht in seiner Fertigkeit gepitcht. Das kriegst du dann, wenn es fertig ist. Also während es passiert, erfahre ich, was darin passiert. Ja, ich auch. Ah, okay. Gut. Pia weiß das schon? Nee. Pia weiß von ihrem Glück. Ah, okay. Weil ich ihr das jetzt mal schnell schreibe. Mach mal kurz weiter. Gut, damit neigt sich der Podcast dem Ende. Ihr hört ja schon vom nächsten Erfolgsformat, mit dem wir vielleicht endlich schaffen, wieder mal in die YouTube-Relevanz reinzurutschen. Nee, damit YouTube es mal schafft, wieder in die Relevanz reinzurutschen. Ja, stimmt. Jetzt habe ich falsch formuliert. Formuliert. Wir müssen mal wieder einfach richtig Publikum ziehen, damit YouTube endlich mal wieder relevant wird. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das ist der Plan für die nächsten Monate. YouTube kriegt einfach immer weniger Klicks, weil wir immer weniger Klicks haben. Es liegt vermutlich daran, also wir sind halt bekanntlich nun mal, oder die 3 Kanäle, die wir haben, sind nun mal bekanntlich die besten Kanäle auf ganz YouTube. Aber da gerade diese Kanäle, die sind, die nie zum Liken oder so auffordern, hinkt man einfach hinterher. Das ist halt, Qualität setzt sich nicht durch gegen Leute, Quantität. Abonniert mal und liked mal. Und deswegen schaffen wir das jetzt, auch ohne diese Methoden, und dann wird YouTube wieder gut. Hab ich letztens an der Wand gesehen, an der Wand gespritzt. Hast du mal Sperma auf die Wand getan? Mit einer Pipette. Ja. Nee. Make YouTube great again, wollte ich wieder sagen. Hä? Ja, nee. Das ist gut, du könntest das... Ich könnte das Politiker sein. Great again ist nicht mehr. Du wolltest noch was sagen jetzt. Du hast Sperma an deine Wand getan und dann...
es gibt, an der Wand steht, Intensität ist die Quantität der Qualität. Ah, okay. Wenn du Autofellatio könntest, würdest du machen? Das heißt, man steckt seinen Penis in einen Ausdruck. Ja. Nee, das ist so lustig. Okay, in der nächsten Folge kläre ich auch. Autofellatio, das heißt, man lässt sich selbst. In der nächsten Folge erfahren wir dann die Antwort und das besprechen wir da. Okay. Als Cliffhanger. Also, Autofellatio würde ich, glaube ich.